Ich habe die wichtigsten Feature jetzt gezeigt und jetzt zeigst du uns mal, wie das geht, oder? Ja, genau. Ja, so. Ich dachte auch, der hat irgendwie so oder so, aber nix. Du hast gelb. Nix. Was hast du jetzt angestellt? Ich glaube, ich muss Reset machen. Der Amiga ist abgestürzt. Gib mir doch nochmal, hast du da noch einen, würdest du mir? Ja. Ich habe da doch noch. Ich habe auch das entsprechende Glas, weil das andere war heute nicht verfügbar. Ja, das war unglaublich. So, weiter. Hat das Musik ein Spiel eine Musik? Ja, die Titelmusik. Das sonst nur Soundeffekte. Ja, Verzweiflungssound. Ja. Und das Game war zu heiß für den Amiga, sagt der Frank. Beißgeräusche meiner von mir auf der Tischplatte. So, Dennis. Ach, du spielst gar nicht. Ja. Die coolen Sachen machst du gar nicht. So, jetzt will ich sehen, ob du es auf an. Ha! Aber. Gar nicht so einfach. Auch dieses, die Pyramide da oben, Respekt. So, ich mach mal. Was bringt jetzt eigentlich Future? Ja, mal auf Future klicken. Ist das was anderes? Ah, nee, jetzt geht nicht. Geht nicht. Du hast kein Future. Du hast nur eine Past. Ja. So, jetzt steigen wir erst nochmal ein. Der sieht sauer aus. Ne? Na, wie sagt das richtig? Hagen ist voll der Dreisprung-Spezialist. Ja, das ist auch so. Doppelsprung und Dreisprung geht viel besser, aber das ist dann nicht so. Ja. Die meisten Features scheinst du uns schon gezeigt zu haben, Dennis, wurde hier gerade angemerkt. Was? Wieso? Von dem Game ist. Ich glaube, das war eine sanfte Lästerlichkeit. Naja, es gibt auf eine Seite. Eine Seite, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Wie man springt, ohne zu sterben? Nee, es gibt noch einen ganz anderen, mindestens einen ganz anderen Abschnitt. Guck, wie forscht der da runterspringt, weißt du, unser eins ganz vorsichtig und lalala, weißt du so. Und ja, logically, es war Big mit Tom Hanks, wo der an dem Spielautomaten dann die getauscht hat. Oder nicht getauscht, der war, glaube ich, einfach alt, ne? Oder, weiß es schon so lange her. Genau, ich glaube, er wurde erwachsen. Ja. So, Dennis, jetzt wollen wir es sehen. Ja, der Lenz da viel ruhiger. Wird da hektisch, wenn da so ein Affe mit blauen Bällen nach mir schmeißt. Ja, oh, guck mal, noch nicht mal berührt worden. Wie bist denn du, Trupf? Du hast das doch geübt. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir nichts. Ach, du musst. Frischheit. Man merkt, dass du mit Danger Dennis viel Zeit verbracht hast, mit Springen auf Leitern und von Leitern runter und so. Ja. Nicht die Blubberblase. Jetzt hast du was Weißes gekriegt. Der Henker. Nee, unten. Was auch immer das macht jetzt. Ich glaube, das war die. Nicht auf die Flasche, nicht die Flasche. Nein! Aua. Ich sag doch noch. Ja. Ich hab mir wieder keiner. Oh, jetzt kommt da ein. Rote Blubberbläschen. Brauchst du die? Nee. Nee. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwas Wichtiges ist. Du hast jetzt auch Weiß gefunden. Heißt das, fürs Mystery musst du alle vier Balken vollkriegen? Oder zumindest ich drei? Keine Ahnung. Oh, die weiße Perle da. Die rote sieht gefährlich aus. Die rote schießt. Die haben dich umgebracht. Ja. Du hattest doch irgendwo so eine Sleeping Potion. Wo ganz rechts außen hast du die. Da hoch musst du. Ja, da hoch. Ach, guck mal, das kannst du auch sammeln, die Bläschen. Da, guck mal. Und dann nach rechts springen war es, glaube ich. Boah, wie übel. Darf ich sagen, Dennis? Darf ich's? Hä? Soll du das musst so? Springen. Ach so. Weißt du, du musst springen. Mhm. Ja. Jetzt. Sehr gut gemacht. Jetzt müsst ihr haben, oder? Bubble hast du jetzt. Ihr bist abgestorben. Aber es war offensichtlich Gift. Na toll.
Dann war es vielleicht rechts. Nee, es war unten bei dem Flammending, wo ich einfach sterbend durchgerannt bin. War das so? Nee, da bin ich doch hochgekommen. Weiter rechts war das doch. Genau, und dann da runter war das, glaube ich. Gehen wir erstmal hier. Nee, geh mal weiter, einfach hier rechts, ganz rechts außen. Nee, ohne zu springen. Ich wollte das noch mitnehmen. So kannst du, ja, aber nicht hochbringen jetzt. Und jetzt einfach mal nach rechts gehen. Das andere rechts. Da, das war die Sleeping Potion. Ah, okay. So, jetzt hast du die Sleeping Potion. Aua. 5 Schüsse direkt in die. Ist ja schon. Sie springen, jawohl. Ein bisschen mies hier. Da bin ich abgenippelt. Balken ist blöd. Okay, 3 Leben haben wir noch. Ja, du machst es geschickter, du stirbst schneller. Ja. Komme ich da jetzt wieder runter? Man könnte jetzt Wortspiele, hier werden schon Wortspiele, hier wäre Grill Adonis, aber es könnte auch Grill Adonis werden. Noch einen Treffer und tschüss. Du kannst dich auch fallen lassen. Ja, das versuche ich. Also. Ich glaube, das ist Game Over. Ja. Weil es gibt noch diese Schachbrettsequenz, die wollte ich euch eigentlich zeigen, aber es ist. Ich probiere es noch einmal und wenn es da nicht ist, dann ist halt nicht. Es ist ein sehr begeisterndes Spiel bis dahin. Ja. Theme Park Mystery. Also, es hat nichts mit dem Brand Theme Park zu tun, oder? Nein, das kam ja viele Jahre später. Ja, ich wollte nur sagen, ne? Also Theme Park ist ja einfach ein Vergnügungspark. Ja, ja, ich wollte ja nur noch mal darauf hinweisen, genau, dass es nichts mit Theme Park zu tun hat. Nein, also nichts mit Theme Park, genau, von Bullfrog, das Spiel ist 4 Jahre älter. Ja, Grill Adonis, ja. Titel der nächsten Kochen mit Hagen-Sendung, Grill Adonis, ja. Oder wie heißt diese super schlechten amerikanischen Roast, heißt es doch, oder? Wo die sich gegenseitig fertig machen. Das ist im Grill, nennt man das auch. Ja, ja, genau. Ne? Aber ich finde, ich habe mir da so ein paar Ami-Dinge angeguckt, ich fand die einfach nur assi. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof für den Humor, aber ja, also Dennis, wenn wirst du hier gegrillt, grille Dennis, wir machen hier Roasted Dennis, ja. Ja. So, jetzt mal hier. Das einzigst Mysteriöse ist hier wohl die Steuerung. Genau. Der ist gut. So, nochmal euch hier die Dings. Du musst sie nehmen und reinschmeißen. Ah, das habe ich schon antizipiert, dass dein Hirn das gemacht hat. Nur weil dein Hirn denkt, dass du es gemacht hast, hast du es noch nicht gemacht, Dennis. Du kommst jetzt auch in so ein Alter, weißt du? Was hat er gesagt? So. Kannst jetzt eigentlich, tut mir mal gefallen, geh nochmal zurück. Schmeiß doch nochmal einen an und guck mal, was er dann macht. Nur mal, um mir zu gefallen. Du kannst ja auch Tokens da, andersrum kannst du klicken. Ah, rechts. Mit dem Coin können wir uns ja nochmal Tokens holen, ansonsten. Wir haben sie aber auch noch nie gebraucht. Ich habe sogar schon gewonnen, Zeugs. Ja. Du sollst auch mal den Greifarm benutzen. Aber nicht. Nee. Das nervt den Dennis nur. Da kommt was. Bring me my 8 wayward demons. Wir haben einen Demon vorhin gefunden gehabt. Ja. Und man muss irgendwie anscheinend an verschiedenen Stellen Dämonen sammeln. So, fährt vorbei. Nee, jetzt. Nein, er hält an, Dennis, du musst dich auch mal beeilen. Ja, ich komme ja schon. Du kannst nicht ja auch noch so lässig laufen, die mag man am Bahnsteig. Ja. Zurückbleiben, so ganz lässig da. Noch besser sind die, die in der Tür stehen bleiben und sagen, meine Frau kommt da hinten, ich warte jetzt noch mal. Ja, der Frank Bonebreaker sagt, Ziel des Spiels ist was? Einweisung in die Klapse? Was macht der dritte Automat? Das war so ein, dieses. Der Greifarm. Der Greifarm, wo du nichts gewinnst. Ja. Wo ich nichts gewinne. Ich glaube, Mann gewinnt da schon, aber ich gewinne da halt nichts. Ja, bei den Automaten gewinne ich da nie was. Deine Frau hat mal was gewonnen. Das habe ich live gesehen. Das fand ich sehr verwunderlich. Die hatte auch die Geduld für sowas. Ja.
Und das Händchen und alles. Ich bin da nicht so. So, ich vermute, man muss auch diese Balken hier aufladen, aber Du musst da hoch. mehr muss ich Du nicht. brauchst halt den roten Weiß ich Dingsi. nicht wofür. Und da war eine Health Potion. Da war Nee. alles. Doch. Das ist ja hier. Und du sterbst. Endlich geht's dir genauso wie mir vorhin. So, jetzt hat das hier aufgehört. Ja, aber nur kurz. Guck mal, du kannst auch nach rechts springen. Jetzt kommen die Piepmätze. Da musst du drüber Ah, jetzt springen. ist hier eingefroren alles. Okay. Sleeping Potion, wollte sie nicht. Da ist. Da ist Ah, nee, das war irgendwas. die Giftdings. Nee, nee, das nicht. Doch. Das ist Ach, das hier war Orange. Orange-Energie. Ich schaff das Spiel nicht. Du hast jetzt die Sleeping Potion. Genau. Und ich habe orangene Energie. Und rote Energie. Und da ist noch was Orangenes da oben. Und langsam ist dann, weil das überhaupt nicht stört. Genau so. Ich habe gedacht vorhin schon, ich habe mich zu blöd angestellt, aber nein. Du machst das genauso wie ich. Na? Ich trinke mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Übrigens, die Orangen nimmt als erstes ab, deine Lebensenergie nicht. Also du Okay, das kannst scheint so eine Art Doppelheld zu Schild sein. zu sein oder so. Ja. Hatte ich Sleeping Potion habe ich. Ja. Dann gehen wir doch jetzt einfach hier wieder runter. Kann man. Auch das kann man. Jetzt nach rechts. Aua. Ja, nein, ja, sehr gut. Der Health Balken ist weg. Er wäre sowieso gestorben. Der Health Balken, du hast den kompletten beim Fallen, den kompletten Balken gefressen. Ja. Also insofern war es auch egal. Aber jetzt bin ich auch hier wieder. Ja. Das ist schon mal gut. So, weil jetzt wollte ich nochmal mit dem Zug fahren. Ich meinte, dann kommt man woanders Oh, hin. du hast jetzt die Sterbenanimation im Wasser mal gezeigt. Auch sehr gut. Ja. Also gut gemacht. So, jetzt, da kommt woanders hin. Aha. Da bin ich ja gespannt. Xanatakles sagt, wie kommt es eigentlich, dass nie einer schwimmen kann? Aua. Ja, Uff, nee. Basse. Mit der schweren Hose kann er nicht schwimmen. Der Hausmeister. Das ist geil. Ja, war gut. Mit der schweren Hose kann er nicht schwimmen. Ich hätte jetzt wegen Helm gesagt, aber die Hose. Ja, das Metallhöschen. Das ist Ding. Suspensorium heißt das, gell, bei den Eishockeyspielern. Denk immer dran, das Suspensorium, das hat bei Fritz noch immer nicht den vorschriftsmäßigen Sitz. Hu, Dennis, das ist aber Der der hat zwei auf einmal rasiert. geworfen. Der hintere schmeißt immer Ja. zwei. Du Ah. musst ja auch an den Rhythmus halten. Ja, der Rhythmus, wo man mit muss. Das ist ehrlich. Blechhelm, Metall, Schlüppi und Eisenboots. Ah, der Frank Bonebreaker. Jetzt hast du Metall, Schlüppi, finde ich gut. Vorne mit so einem Herzchen und einem Schlüsselloch. Okay, da muss ich vorher. Ich werde ja wohl an den Dingern vorbeikommen hier. Kann doch nicht wahr sein. Nee, nee, Nighthawk. WD-40 brauchst du nicht, wenn das Schloss klemmt, sondern wenn es quietscht. Zu albern. Und du stirbst in den blauen Blubbelbladen. Oh! Das war aber, der hat schon deinen Hintern wegrasiert. Ist aber noch einer. Ja, nicht nur Wie einer. was wirft der? Eins, zwei. Jetzt lacht Eins, er. zwei. Jetzt schnell durch! Das schaffst du nie. Wow. Oh, Dennis, jetzt hast du einen Lauf, oder? Keine Lebensenergie mehr, aber einen Lauf. Oh, da ist auch Ende vom Level. Wieso geht's nicht hoch? Ach, da geht's weiter. Okay.
Was sehen hier? Respekt, denn es wird dir hier gezollt. Ach Gott sei Dank, jetzt werfen sie endlich mal ein bisschen schwungvoller. Was ist das hier? Oh, ein da Frosch, kommt. Ein Frosch! Was Ich willst du weiß hier nicht, was denn? du gekriegt hast, aber es war nicht wichtig. Und Lebensenergie und Funk. tot. Du hast kein Leben mehr, denn du wolltest dich nicht angestrengt vorbeugen. Ja, also es gab da noch diese Sequenz auf dem Schachbrett, aber ich glaube, wir haben jetzt für heute von dem Spiel genug gesehen, oder? Es ist einfach, also es ist, ich glaube, die Beschreibung mysteriös ist, glaube ich, gar nicht falsch. Also wenn irgendjemand von euch oder den geneigten Zuschauern bei YouTube weiß, wie dieses Spiel eigentlich funktionieren sollte, ja. Ich dachte ja, dass der Haken vielleicht jetzt hier... Den Zugriff hat auf die Steuerung. Ja, also ich habe es bis heute nicht so richtig gerafft. Also es gibt, ich weiß, es gibt so eine Sequenz, wo du, so eine Traumsequenz, deswegen ich glaube, man braucht diesen Sleep Potion, wo man auf so einem Schachbrett rumläuft, wo sich dann Löcher auftun und sowas. Und es ist in Summe sehr psychedelisch. Man muss irgendwelche Dämonen sammeln und ja. Aber das ist so ein Spiel, was damals rauskam, was künstlerisch wertvoll ist. Wo irgendjemand gesagt hat, ich mache den neuen heißen Scheiß und das sowas. War, weil ich es kann. Heute wird das keiner mehr finanzieren, aber damals war das möglich. Ja, also Hagen, wenn du das damals gekauft hättest, hättest du es jetzt weitergespielt oder hättest du gesagt, habe ich das Geld halt... Wenn ich es damals gekauft hätte, hätte ich mich darüber geärgert oder nicht? Und die eindeutige Antwort zu diesem Thema ist schon... Es ist nicht so richtig geil. Ja, Xalotal sagt, das ist was fürs Schrottwichteln. Und Frank Bonebreaker sagt, heute Nacht träume ich sicher davon. Ja. Wie fandet ihr es denn auf YouTube, könnt ihr jetzt auch nochmal sagen. Genau, schreibt es in die Kommentare. Oder vielleicht sind wir auch einfach viel zu dämlich. Wir sind also, zu alt. Wir sind zu alt. Wir sehen nochmal hier, dass die Sequenz haben wir jetzt nicht gesehen. Das ist die, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, wo man so auf dem Schachbrett rumläuft. Guck mal, den Rest haben wir alles gesehen. Ne? Und da ist hier eine Nase und Mund und Augen und da gehen Löcher auf und das ist irgendwie... Mysteriös. Mysteriös. Ja. Ja. Mysteriös. Also, so viel zu Theme Park Mystery. Wir freuen uns auf Erleuchtung in den Kommentaren. Und dann, haben wir es einfach ganz falsch gespielt und wenn uns das mal jemand erklärt, dann wird es auf einmal, aber dass die, es ist sogar eine deutsche Anleitung dabei, die nichts zum Spiel sagt. Also, mit komplett deutscher Anleitung steht, es steht sogar drauf. Ja. Ja. Mysteriös. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Keine Lummel dafür vorne vom gegnerischen Tor rum. Und warten darauf, dass irgendwann... Wenn wir den Joystick-Knopf noch härter rumreißt, dann geht's schneller.